Heute beim elektrischen Reporter Körpererkennung, faires Wirtschaften und Pulp Fiction. Elektrischer Reporter. Ich habe Sie erwartet. Fingerabdrücke, Retina-Scans, unser Gang oder sogar unser Tipprhythmus auf der Computertastatur. Mittlerweile gibt es viele Methoden, Menschen von außen zu identifizieren. Lange waren das Nischentechnologien für Ermittler oder Sicherheitsunternehmen, doch mittlerweile drängt die Biometrie in unseren Alltag, wie unser erster Beitrag zeigt. Identifikation per Fingerabdruck. Die meisten Menschen kennen das aus Agentenfilmen. In Rülsheim in der Südpfalz gibt es die erkennungsdienstliche Maßnahme an einem ganz alltäglichen Ort. Im Supermarkt. Wer will, kann sich dort einmalig mit seinem Fingerabdruck registrieren lassen und danach einfach mit dem Finger bezahlen. Eine praktische Sache findet Supermarktbesitzer Roland Fitterer. Wir haben den Vorteil im Fingerscan-Bereich, dass Sie sich keine PIN-Nummer merken müssen, Sie brauchen keinen Geldbeutel und Sie brauchen keine Karte mehr. Sie registrieren sich einmalig als Kunde und haben die Möglichkeit, dauerhaft mit Ihrem Finger Ihren Zahlvorgang abzuschließen. Die Wissenschaft dahinter nennt sich Biometrie. Das heißt wörtlich die Vermessung des Lebenden. Gemeint sind damit individuelle körperliche Merkmale, mit denen sich ein Mensch von allen anderen unterscheidet. Neben dem Fingerabdruck kann man Menschen zum Beispiel auch an der Iris im Auge erkennen. Und damit hört die Reihe der biometrischen Merkmale nicht auf, erklärt Jan Ziesing, der sich als Forscher mit Identifikationsverfahren beschäftigt. Sie können mit Handflächen arbeiten, Sie können mit Fingervenen arbeiten. Der Gang einer Person ist in der Regel sehr typisch und charakteristisch. Die Stimme ist sehr charakteristisch. All diese Merkmale sind sehr gut für biometrische Verfahren geeignet. Noch vor wenigen Jahren waren diese Erkennungsmethoden in kleinen Spezialbereichen im Einsatz. Inzwischen schleichen sie sich immer mehr in unsere Alltagswelt. So nutzt der Zoo Hannover Gesichtserkennungsverfahren, um Besitzer von Jahreskarten zu identifizieren. Und eine Hamburger Grundschule sorgte für Aufsehen, weil sie Fingerabdruckscanner zur Identifikation in der Schulkantine nutzen wollte. Das angestrebte Ziel: mehr Sicherheit und weniger Papierkrieg. Doch ob das erreicht werden kann, ist fraglich, sagt der Informatiker und Philosoph Stefan Ulrich von der Humboldt-Universität Berlin. Biometrie im Alltag halte ich für ein Problem, weil eine Technologie eingeführt wird, die sicher erscheint, es aber nicht ist. Denn die scheinbar so treffsicheren Systeme lassen sich teilweise mit einfachen Mitteln überlisten. Das ist bei Iris-Scannern häufig schon mit einem einfachen Bild machbar. Und ansonsten, weil das ist ähnlich bei Gesichtsbildern, dass Sie auch dort mit Fotos arbeiten können und die häufig schon als Ihr Gesicht erkannt werden. Auch jenseits solcher Szenarien besitzen biometrische Verfahren eine grundsätzliche Fehleranfälligkeit. Sie stellen nämlich nicht die absolute Identität zweier Merkmale fest, sondern lediglich deren Ähnlichkeit. Wie groß die Übereinstimmung sein muss, bis ein Mensch als identifiziert gilt, das legt der Anwender fest. Wenn beispielsweise im Supermarkt das Fingerabdrucksystem auf 100%ige Sicherheit eingestellt wäre, könnte das dazu führen, dass immer wieder Kunden nicht erkannt werden und dass Scanvorgänge häufig wiederholt werden müssen. Wer einen reibungslosen Ablauf will, muss also die Treffgenauigkeit etwas herunterregeln. Es ist ein Abwägen zwischen Bequemlichkeit und Sicherheit. Kritiker wie Stefan Ulrich haben jedoch nicht nur an der Sicherheit biometrischer Systeme ihre Zweifel. Ihnen bereitet auch Sorge, dass wir bei biometrischen Verfahren oft mehr über uns verraten, als uns klar ist. Nehmen Sie Ihr Gesicht, das Sie in die Kamera halten. Sie verraten, auch wenn Sie es nicht wollen, bestimmte Sachen über Ihren Gesundheitszustand, über Ihr ungefähres Alter, was Sie sonst nicht mitteilen würden. Aber lässt sich die Verbreitung biometrischer Verfahren im Alltag überhaupt noch aufhalten? Die Branche ist im Wachstum und die Bequemlichkeit ist für viele ein Argument für die Biometrie. Deshalb fordern Experten eine gesellschaftliche Debatte darüber, damit zumindest jeder weiß, was er tut, wenn er im Supermarkt mit seinem Fingerabdruck bezahlt. Kommen wir nun von der Biometrie zur Ökonomie. Innerhalb letzterer wird bisweilen äußerst rücksichtslos agiert.
Über den Versuch, das anders zu machen, darum geht es heute in unserem Tweet und seiner Geschichte. Also ich bin Sina Trinkweiler, 35 Jahre alt, Mama eines 8-jährigen Sohnes und Unternehmerin. Eigentlich war ich Werber eine ganze lange Zeit und irgendwann ist mir der Sinn meiner Arbeit abhanden gekommen und darüber hinaus habe ich mich gefragt, was denn meine Arbeit eigentlich an Relevanz für die Gesellschaft hat. Als ich das damit keine beantworten musste, bin ich ausgestiegen aus der Branche und wollte Menschen helfen, die sonst keiner haben will, also wirklich alleinerziehende Menschen mit Migrationshintergrund und. Und habe gesagt, mit denen mache ich jetzt eine Firma. Das war die Idee. Also die Idee war der Mensch für die Firma und nicht ein Produkt. Und dann habe ich gesucht, was können wir mit diesen Menschen produzieren. Und so sind Textilien entstanden. Wenn man einen Produktionsbetrieb gründet, braucht man ein bisschen mehr Geld, als wenn man beispielsweise ein Dienstleistungsunternehmen gegründet. Alles, was ich in den 10 Jahren Werbung verdient habe und was mein Mann auch geerbt hat, haben wir zusammengepackt. Das sind mittlerweile fast 2 Millionen Euro. Und die haben wir hier reingebuttert. Dass ich so vom Saulus zum Paulus wurde, da bin eigentlich gar nicht ich schuld, sondern das ist ein Obdachloser schuld, der mir eines Tages an einem bestimmten Tag Zeitungen abgenommen hat und mir erklärt hat, dass er damit Weihnachtsdeko bastelt. Und als ich dann am Abend nach Hause gekommen bin beim Abendbrot, hat mein Sohn auch noch ein Butterbrot in den Eimer geschmissen. Und für mich war das der Moment, wo ich gesagt habe, okay, jetzt ist aus. Wir müssen Dinge ändern. Und die habe ich dann geändert. Die Leute glauben immer, dass sehr förderlich für den Verkauf unserer Produkte ist, dass wir halt so super sozial sind. Das ist völliger Blödsinn. Unser USP ist Ökologie, die aber auch wiederum daraus resultiert, dass wir uns sozial engagieren, weil ich mir die Frage gestellt habe, wie muss ein Arbeitsplatz beschaffen sein, damit er wirklich lange ausführbar ist durch meine Ladies. Und dann stellt man ganz schnell fest, man braucht keine Chemie, weil sonst müssten die Handschuhe und Mundschutz tragen. Und dann gehst du die Kette weiter zurück und du wirst kein Polyester, weil der Weber sonst eine Lunge bekommt. Und du willst keine Färbechemie, weil sonst der Färber bis zum Knie im Schwefel steht. Und du willst auch nicht, dass der Baumwollpflücker mit Pestiziden Pusteln an den Knien kriegt. Und so sind wir radikal ökologisch geworden. Der Tweet ist bei mir in dem Fall kein Einzelfall, sondern schon fast Standardwerk, wie erstmal Kaffee, was jeden Morgen kommt. Weil ich immer wieder Situationen habe, sei es, dass mir politische Unterstützung mal wieder verwehrt wird oder die Banken sich sperren nach wie vor, was auch immer passiert. Es gibt für mich kein Aufgeben, weil wenn ich aufgegeben hätte, dann würde ich hier jetzt nicht sitzen und nicht mit 140 Leuten nähen. Viele Kulturpessimisten sehen in Twitter den Untergang unserer Schriftkultur. Aber auch andere Textmedien werden von Feuilletonisten traditionell mit Verachtung bestraft. Sogenannte Groschenromane beispielsweise. Und dieses als Wegwerfliteratur gescholtene Genre erlebt im Netz gerade eine Renaissance, wie unser nächster Beitrag zeigt. Anna Basner mag es kitschig. Die Autorin verdient schon seit ihrem Studium ihr Geld mit Groschenromanen. Dabei musste sie feststellen, die Geschichten müssen immer in einem festen Rahmen bleiben und immer dem gleichen Muster folgen. Für dramaturgisch Außergewöhnliches ist kein Platz. Ich wollte mal einen Groschenroman schreiben mit einer Frau, die wildert, die schießt. Durfte ich nicht, das Exposé ist nicht angenommen worden mit den Worten, so ein Flinten-Vibe, das machen wir nicht. Claudia Kern hatte ein ähnliches Problem. Sie ist ein großer Fan von Science-Fiction-Romanserien. Aber die großen Romanheftverlage glauben, Science-Fiction verkaufe sich nicht gut. Beim neu gegründeten Rode Verlag fand die Autorin endlich Gleichgesinnte. Allerdings, die Serien beim Rode Verlag erscheinen nur als E-Books, als E-Hefte, wenn man so will. Für mich ist das echt super, weil ich jetzt nicht nur die Sachen lesen kann, die ich schon seit langem lesen wollte, die mir aber vorenthalten wurden, aus welchen Gründen auch immer, sondern ich kann es auch schreiben. Und ich muss eben nicht mehr diese Bürde mit mir tragen, dass ich da Verlagsinvestitionen von was weiß ich wie viel 1.000 Euro mit reinholen muss, sondern ja, wenn ich auf die Schnauze fliege, dann fliegt nur ich. Für ihre Romanserie Homo Sapiens 404 bekommt Kern kein festes Honorar, sondern lediglich eine Gewinnbeteiligung. Der Erfolg und Kerns Verdienst hängen allein von der Mundpropaganda im Netz ab. Solch ein Risiko kennt man als klassischer Groschenromanautor nicht, sagt Basner. 700 bis 1.000 Euro bekommt sie für 100 Manuskriptseiten. Das ist zwar nicht üppig, reicht aber zum Leben.
Nach 6 Tagen ist so ein Heft erledigt für die routinierte Autorin. Als Autor gibt man dann einfach sein Manuskript ab, hat 2-3 Wochen später das Geld, das auch feststeht, wie viel Geld das ist. Also man kann das ganz klar kalkulieren, wie viel Zeit man braucht, wie viel Geld man dafür bekommt. Und dann ist das weg. Und das kann durchaus Vorteile haben. Man kann sich dann sehr auf das Schreiben konzentrieren und auf den nächsten Text. Allein Branchenschwergewicht Bastei Lübbe befüllt so Woche für Woche 34 Printtitel mit immer neuen Geschichten über Adelsschicksale, Geisterjäger und FBI-Agenten. Weniger als 2 Euro kostet so ein Heft am Kiosk. Den Preis können selbst die Autoren im E-Book-Eigenverlag nur schwer unterbieten. Aber Bits bieten auch ihre Vorteile gegenüber bedrucktem Papier. Während die Hefte nach kurzer Zeit aus dem Kiosk verschwinden, freuen sich die Fans über das stetig wachsende trivialliterarische Archiv im Internet. Und das finde ich sowieso bemerkenswert, wie viele Leute gerne ihre alten Heftromane als E-Books haben wollen. Also ich glaube manchmal, so schlecht ist das Image des Heftromans gar nicht. 10 Millionen Heftromane verkauft Bastei Lübbe im Jahr. Aber die Leserschaft schrumpft. Mit 2 Erotikreihen und einer aufgepeppten Version des Klassikers Jerry Cotton versucht Bastei, jüngere Zielgruppen zu umwerben. Die Häppchenliteratur sei nämlich eigentlich hochmodern, glaubt Annika Hartmann. Sie passe zu den Lesegewohnheiten des Internetpublikums. Und so ein E-Reader ist diskret. Man erkennt ja nicht mehr, dass es ein Heftroman ist. Der steht ja in den Stores neben Bestseller-Büchern und neben hochintellektuellen Büchern, die man in der Uni lesen muss. Deswegen glaube ich schon, dass das dem Heftroman oder den Heftromanstoffen sehr gut tun wird. Und es ist halt Unterhaltung, aber da ist ja nichts falsch bei. Also viele Leser wollen ja Unterhaltung. Der Rode Verlag hat sich für die Dramaturgie Fernsehserien zum Vorbild genommen. Jede Folge endet mit einem Cliffhanger, also mitten im spannendsten Moment, so dass die Leser dranbleiben wollen. Claudia Kern arbeitet inzwischen schon an einer 2. Staffel ihrer Serie. Die Autorin genießt die neu gewonnene Freiheit. Man kann sehr viel spontaner sein, sehr viel nerdiger. Und man kann sich auch ganz andere Sachen trauen. Also ich muss nicht so sehr darauf gehen, was habe ich für eine Zielgruppe, sondern ich sage, das sind die Charaktere, über die ich schreibe und über die schreibe ich jetzt. Gerade entdeckt die Branche die Erotikliteratur neu. Die Inspiration dazu kam aus dem Netz. Wenn sich die Gattung Heftroman nun weiterentwickelt zu Leseserien für das Internetzeitalter, so ist das auch ein Verdienst der Experimentierfreude im Internet. Denn im Netz ist auch Platz für die Geschichte um eine wildernde Frau, um ein Flintenweib. Mich interessiert die Literatur, nicht das Buch. Marcel Reich-Ranitzky. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine inspirierte Zeit. Bleiben Sie uns gewogen und schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin bleibe ich Ihr elektrischer Reporter. Elektrischer Reporter.